schon los? Mhm. Hallo. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zum Hobby Koch Podcast. Falls ihr das Übrige noch schon wieder verdrängt habt oder noch nicht gehört habt, lasst euch überraschen. Es ist ja so, dass ich manchmal dazu aufgerufen habe, dass ihr mir so als Hörerinnen und Hörer Zutaten zuschickt. Das habt ihr in der Vergangenheit auch schon öfter gemacht. Diesmal hat es der Jens gemacht, mein Bruder. Hallo. Und ich schneide jetzt gerade Tomaten klein. Wollt ihr eigentlich auch irgendwas schnibbeln? Ja, ich liebe Schnibbeln. Schnibbeln. Also das wird jetzt ein Salat mit einer exotischen Zutat, nämlich... Das hier sind Cheese and Onion Crickets. Also Crickets sind auf Deutsch... Bienen? Wie heißt das? Grashöpfer. Heuschrecken sind Locust. Grashöpfer sind Crickets. Ah, okay, die sind noch größer. Ja, dann haben wir es in der vorletzten Sendung oder letzten auch falsch gesagt. Ja. Und so. Das ist es also hier mit Cheese and Onion, also Käse und Zwiebel. Ja, das ist also so eine ganz kleine Packung hier, 10 Gramm. Mhm. Also das ist so ein Probierpaketchen. Aber ich denke, vielleicht habt ihr ja Tipps, wenn wir jetzt voll auf den Geschmack kommen und uns nur noch von Insekten ernähren wollen. So, Geruchsprobe. Cheese and Onion. Ich will auch noch mal probieren. Denke, das ist einfach auch eine Geschmacks... Mischung, die man so in der Industrie kaufen kann, die auch auf Tacos oder auf Kartoffelchips oder so kommen. Es ist auch so ein gelbliches Pulver drauf. Das wird eben diese Mischung aus Käse und Zwiebelpulver sein. Und da sind dann die kleinen Crickets drin. Crickets. Und das Schöne ist, ich habe das schon im Fernsehen gesehen, wenn Leute sowas probiert haben. Die haben diese komplett gegessen und die haben ja an den Hinterbeinen Widerhaken. Mm. Und wenn man, also die Zeit lang war es ja auch so in Mode, die lebendig zu essen. Mm. Und wenn die dann noch einmal strampeln und sich dann sozusagen im Rachen oder so festhaken, das ist, glaube ich, eher ekelhaft. Hier sind die Beinchen abgemacht. Ja. Ich schätze, die haben sie in der Trommel einfach beim Würzen schön gerollt, bis die Beinchen ab waren. Ja. Und haben hier liegt ein Beinchen. Ja, ein paar sind dazwischen. In dem einen Rezept, in diesem steht auch drin, dass man nochmal grob gucken soll nach Beinchen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob man sieht, doch, die Widerhaken. Naja, das Beinchen sieht man, aber ob man die Widerhaken sieht. So, Geschmacksprobe so? Geschmacksprobe pur. Das nicht essen, Vicky. Sonst hast du nachher das im Hals hängen. Ich sehe die Widerhaken nicht. Hm, schön knusprig. Schmeckt also hauptsächlich nach Cheese und Onion. Ja. Von daher denke ich, dass sie als Topping für den Salat sehr gut passen. Wir sind immer auch... Dieses Chitin ist auch so ein bisschen trocken, ne? Ja, die sind ja auch gefriergetrocknet, ne? Ja. Gut, wir machen halt einen Salat und ich dachte so als Bonus füllen wir dann Tacos damit, weil ich nur so ein paar Taco-Shells habe. Und die mache ich jetzt gerade schon im Ofen warm. Mhm, ein paar davon sind aber kaputt gegangen. Ja, aber die können wir ja so zum Knabbern hier verwenden. Mhm. Und wir machen jetzt einfach einen kleinen Salat und dann streuen wir uns aber die Crickets, die Grashüpfer, einfach oben drauf. Das heißt, dann kannst du auch Salat essen, Vicky, wenn du die Crickets nicht probieren willst. Oder Grille. Müsste ich jetzt nachgucken. Ja, also so, ich denke, kleine Hüpfer, nee, ich denke Grashüpfer, vielleicht sind das auch teilweise synonyme Begriffe, da bin ich jetzt biologisch auch nicht so gebildet. Aber ist ja eigentlich egal, oder? Ist das jetzt wichtig? Nee, also gerade weil es jetzt in diesem Cheese- und Onion-Aroma untergeht, sonst könnte man mal sagen, die schmecken so und so. Aber vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auch nicht so einen intensiven Eigengeschmack haben und dass man deshalb entschieden hat, das einfach dann stark zu würzen. Weiß ich aber nicht. Vielleicht tue ich da den kleinen Tieren auch Unrecht. So, ein bisschen Avocado kommt rein. Machen das ja tendenziell jetzt so ein bisschen mexikanisch. So.
Der Salat ist lecker. Jetzt eigentlich irgendwas geantwortet, ob ihr schnibbeln wollt? Ich will schnibbeln, habe ich gesagt. Okay. Ich liebe schnibbeln. Gut. Was haben wir denn noch? Pilze. Tomate haben wir. Was steht denn hier noch so? Tomato. Ach so, das sind alles noch Gewürze. Tomato. So, ein bisschen Limettensaft. Du hast doch kräftige Finger. Ich drücke das dann. Einfach beides? Da rein. Nee, einfach nur die Hälfte da. Sonst wird es zu sauer. Reicht schon. Nee, kriege ich noch was raus. So, in diesem Salatrezept steht Schnittlauch. Den haben wir, nicht Schnittlauch. Sellerie? Nee. Frühlings- Petersilie. Ah ja. Jetzt bei diesem mexikanischen Ding könnten wir Koriander nehmen, wenn wir hätten. Haben wir aber nur gefroren. Das dauert dann wieder, bis wir den aufgetaut haben, den Koriander. Von dem anderen Rezept habe ich hier noch ein bisschen Möhrchen und Zucchini. Die können wir jetzt aus farblichen Gründen noch dazu streuen. Mhm. Vom zweiten Gericht war das, ne? Genau, diese Puffer, die waren ja ganz gut, ne? Jo. Mhm. So, eine rote Zwiebel kommt noch rein. Passt ja dann schon zu dem Onion-Geschmack. Ja. Schalotte heißen die, ne? Nee, das ist was anderes. Ja, Schalotten sind eher so lila, ne? Ja, so ganz kleine. Kleine und länglich. So lila-rot. Diese roten, finde ich, haben auch ein sehr schönes Aroma, sind aber etwas kräftiger, während die Schalotten eher so ein feines Zwiebelaroma haben. So. Genau, wenn du willst, kannst du ja die Beinchen raussortieren. Ich weiß nicht, inwieweit die noch gefährlich sind. Du, die sehen also nicht so gefährlich aus. Nee, das finde ich eigentlich auch. Und ich habe die eigentlich auch gar nicht gefühlt eben. Ja. Gut, haben wir schon hier. Das sind echt viele Beinchen dazwischen. So. Dann machen wir noch ein kleines Dressing dazu. Ein bisschen gehört die Limette schon dazu. Dann tun wir jetzt einen Schlag griechischen Joghurt dazu. Ihr könnt auch Sauerrahm nehmen, wenn ihr da habt. Wir haben jetzt diesen Joghurt, der erfüllt einen ähnlichen Effekt. Zack. Ja, lass mal jetzt, Vicky. Knoblauch könnte man auch noch reintun, aber ich finde immer, der beherrscht dann alles. Dann braucht man nicht mehr. Und wir haben jetzt auch schon Zwiebeln drin. Das müsste eigentlich passen. Jetzt riechen meine Finger nach Käse, Zwiebeln. Salat sieht schon ganz gut aus. Ja, ne? Mhm. Könnt ihr jetzt natürlich auch noch ein paar Gewürze dran tun. Kreuzkümmel ist für Salz drin, ne? Du hast recht. Salz könnte man ein bisschen. Und Pfeffer. Gib mal die Schachtel. Und Pfeffer auch ein ganz kleines bisschen. So. Darf ich den Pfeffer machen? Ja. Ich mag das so gerne drehen. Bisschen Olivenöl tue ich noch drauf, damit es gut besser durch den Hals geht. Gib mir mal einen, den Pfeffer bitte. Nee, der ist leer. Ach so. Den anderen habe ich, glaube ich, schon wieder weggebracht. So, dann kann man natürlich noch. Du sagst Stopp. Stopp! Ich kann gut auf Kommando Stopp machen. Ja. Ja. Oder wie du das immer sagst. Nein. Doch.
So. Hapchi. Hapchi. Natürlich könnte man jetzt auch noch Käse irgendwie, Cheddar oder so dazu tun. Haben wir jetzt aber auch gerade nicht da. Und was ist das denn? Als Folie oder ist da auch was drin? Das ist nur Folie als Taco-Ständer. Ah, cool. Taco-Ständer. Hält das? Wir werden sehen. Auf jeden Fall besser als auf einem Teller. Das könntest du ja in deinem Trick 17 Buch schreiben. Ja, da sind, ja, könnte man. Also so hält's. Ja, jetzt wird's spannend, wenn wir es befüllen. Weil dann noch kommt ja Gewicht dazu. Ja. Darf ich schon was Kleines zum Knabbern da? Ja, ja. So, jetzt tun wir die Füllung rein. Dann machst du ein Bild. Genau, und dann futtern wir es auf. Oh, der ist schon ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Naja, versuchen wir unser Bestes hier, möglichst satt zu befüllen, aber jetzt nicht zu sprengen. Du, warte, wir haben diese Dinge da vergessen. Die kommen oben drüber, Hase, damit man sie sieht. Sonst ist der Witz ja nicht da. Ich dachte, die kommen mitten da rein. Sonst kommt bei den Tacos ja zum Beispiel gebratenes Rinderhackfleisch drauf. Und wir machen jetzt hier die lustige Nummer mit den Cheese and Onion. Schon Cheese and Onion Crickets. So, die werden sowieso beim Essen zerbrechen, aber solange es fürs Foto hält. Guck jetzt. Aber wir machen das jetzt hier einfach stumpf auf dem Tisch. Egal. So. Hält relativ gut bis jetzt. So, hier ist noch ein Beinchen. Ich habe eben die auch rausgeholt, aber ja. Dann hat Jens gesagt, reicht. Ja, das stand jetzt auch in dem Rezept. Wenn da mal eins dazwischen ist, dann stirbt man auch nicht sofort. Ja. Aber man sollte jetzt hier dann so ein bisschen aufpassen und gut kauen. So, Foto. Ich stelle die Crickets mal daneben. Jens, gibst du mir noch eins? Ja, gleich, nachdem der Papa das Bild gemacht hat. Mhm. Auch da könnte man jetzt wieder Chili-Soße drauf machen. Oh, warte mal, der Weißabgleich ist ja echt interessant hier. So. Jetzt irgendwie alles auf ein Bild. Vielleicht nicht. Vielleicht ein bisschen weiter weg. Ah, das sieht gut aus. So, probieren. Probieren. So, hast du noch einen Teller? Ich nehme auch ein bisschen Salat. So, soll ich den leicht angebrochenen nehmen? Wie du möchtest. Such dir einen aus und dann hau rein. So, kommst du auch? So, Avocado nehme ich aber nicht. Nicht? Nee, ich mag keine Avocado jetzt. Ach, wegen der Avocado, da ist doch nur ein ganz klitzekleines Stück drin. So, cheers. So denn. Was, cheers? Was heißt cheers? Und? Gut. Schmeckt jetzt hauptsächlich nach dem Gemüse. Mhm. Und
da die Tacos ja auch knusprig sind, treten die jetzt gar nicht so in den Vordergrund. Vielleicht müsste man mehr drauf tun, aber ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Mit den Beinchen, ne? Mhm. Wer ist als erster fertig? Ihr isst beide ja auch immer so schnell. Ja, da schmeckt man jetzt wenig raus, ne? Mhm. Aber wenn wir die jetzt in den Salat reingerührt hätten, wäre es, glaube ich, nicht groß anders gewesen. Ich glaube, dann hätte man sie gar nicht geschmeckt. Ich glaube, Papa hat zuerst aufgegessen. Also so als Rezept. Oh, ja, kann man das schon machen? Also schmeckt es nicht scheiße. Aber es hat jetzt auch keine herausstechenden Merkmale, dass man sagen müsste, nee, wir brauchen das jetzt immer. Nee. Gut, das war's. Vielen Dank, Jens, für die interessante Idee. Ja. Und allen anderen, die zugehört haben, sagen wir wie immer, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Eure Vicky und... Ja, und tschüss.